Hallo, willkommen zum RamShop24 YouTube-Channel. Heute möchte ich wieder mal eine ganz kleine Kurzpräsentation machen von einer wirklichen Neuheit. Also muss ich mal sagen, das ist echt was Cooles. Sozusagen ein kleiner Meilenstein in der Entwicklung unseres Shops und bin ich besonders stolz drauf. Und zwar haben wir die ganzen letzten Jahre, letzten 2 Jahre um genau zu sein, alle möglichen MacFat Paints ausprobiert, verschiedene Mischungen, verschiedene Sachen von Dingen, die schon am Markt verfügbar waren. Und haben uns halt mit verschiedenen Herstellern zusammengetan und halt unsere Erfahrung halt protokolliert, niedergeschrieben und getestet. Und halt super viele Spieler gehabt in jedem Bereich, also sei es Behörden, Polizei, Training, Bundeswehr, Sicherheitskräfte, also Personenschützer und so weiter. Und natürlich auch die ganzen MacFat-Spieler und Milsim-Spieler. Und haben halt die einfach mal verschiedene Paint testen lassen. Die haben uns ihre Ergebnisse genannt und das hier ist das Ergebnis. Wir haben also jetzt hier über Solid Core die erste eigene Paint halt rausgebracht und das ist eine reine MacFat Paint. Also es ist wirklich gezielt dafür entwickelt worden. Das ist nicht irgendeine Paint, die wir aus dem normalen Paintball-Bereich genommen haben und die quasi hier gesagt haben, ja, die passt wunderbar, alles super, nehmt die mal für euren MacFat-Kram, sondern die ist wirklich extra dafür produziert worden. Also die ist in Zusammenarbeit mit einem sehr großen, namhaften Hersteller entwickelt worden. Die Jungs sind richtig fit, die haben es richtig drauf und wir haben denen halt alle unsere Wünsche und so weiter genannt. Die haben viel Geduld gehabt, die hatten selber auch Interesse daran, so ein Produkt zu entwickeln. Und das wurde hier auch extra für eine Vorführung bei der Bundespolizei in den nächsten Monaten, die geplant ist, wurde diese Paint halt fertig gemacht und vorangetrieben, damit wir die da halt auch für den Behördeneinsatz und so weiter präsentieren können. Da gab es halt verschiedene Kriterien, die da halt erfüllt werden müssten. Ich denke mal, das haben wir ganz gut hingekriegt. Ja, und jetzt ist halt hier diese Box, die steht jetzt ewig rum, ziemlich langweilig, sich das anzugucken. Die ist halt nur so riesengroß. Ich habe leider hier nur so einen kleinen Aufnahmebereich. Sonst hätte ich euch das mal ein bisschen besser zeigen können. Also wie gesagt, das sind 2000er Kisten. Also wir verkaufen die nur in 2000er Kisten. Das wurde uns also auch so vom Hersteller geraten. Das liegt daran, weil das auch eine spezielle Box ist, die halt extra dafür ausgesucht wurde. Die ist nochmal verstärkt worden. Das ist ein spezieller, sehr, sehr dicker Karton. Der ist also extrem bruchfest und hat hier innen drin, ich zeige euch das mal, ein spezielles Kreuz, ja, was hier eingearbeitet wurde. Also dieses Kreuz hier, was ihr hier seht. Und das ist wirklich dick. Also die Leute, die die Paint dann bestellen, werden sehen, das ist also wirklich richtig, richtig steifer, fester Karton. Und diese Flügelchen, die hier oben sind, die haben halt nochmal den Vorteil, dass die halt die Ware halt wirklich extrem abdämpfen. Also das Gewicht wird dann hier verteilt oben und wenn dann Druck von oben kommt oder von den Seiten, kann der Paint halt nichts passieren, weil wir natürlich in den letzten Jahren festgestellt haben, dadurch natürlich, keine Ahnung, 80% der Paint geht über den Onlinehandel und über den Versandweg und mit DHL und Co. ist das immer ein Albtraum, weil die die Pakete schmeißen und die über die Fließbänder halt hauen und oft kommt die Paint halt dann schon gebrochen oder irgendwie an und das ist dann immer sehr, sehr ärgerlich, weil gerade bei uns kommt es halt echt auf die Paint an. Wir verbrauchen ja nicht so viel, aber die muss dann auch wirklich gut sein. Haben dann, was ich, Transportschäden und dann gehen zwei kaputt, dann ist das Ganze drin versifft und so. Also es ist super nervig und bei den Dingern, wir haben also schon einige Pakete hin und her geschickt damit, also einwandfrei, ja. Also deswegen, wir verkaufen die nur in 2000er Kisten. Nicht, weil wir jetzt hier irgendwie auf Krampf reich werden wollen, sondern weil das wirklich die beste Art ist, diese Dinger zu verschicken. Ihr müsst auch keine Angst haben. Wie gesagt, 2000 Schuss wird jeder schnell los von dem Zeug. Die sind ewig haltbar. Also wir haben jetzt noch keine Langzeitstudie in dem Sinne machen können, aber wir haben mindestens ein Jahr Haltbarkeit. Also wenn man die hält, also ordentlich hält und ordentlich lagert, so wie es halt angegeben wird. Da ist auch ein Beipackzettel dabei, wo halt genau erklärt wird, wie der Umgang von Paints ist und so weiter, wie man die hantieren sollte und handhaben sollte. Und draußen sind auch nochmal so kleinere Anweisungen drauf, halt wie die zu lagern sind und welche Temperaturbereiche und so weiter. Das ist halt alles beschrieben, aber es gibt auch nochmal einen Zettel, wo der genaue Umgang nochmal erklärt ist, ja. Und des Weiteren sind die Dinge halt auch in hochfesten, 100 μ starken Polybeuteln eingeschweißt. Das ist also wirklich mit einer speziellen Maschine, die halt auch unter Vakuum, man sieht's, ja, die Luft rausgesaugt hat bis zu einem gewissen Punkt. Ja, die sind also doppelt verstärkt, auch mit richtig starken Nähten. Also das, was in diesem Beutel drin ist, hält wirklich lange die Feuchtigkeit fern und auch Schmutz. Weil natürlich, klar, bei der Paint ist logisch, wenn natürlich jetzt irgendwie Staub oder so, meistens benutzen wir das ja draußen irgendwo im Wald, im Feld. Wir sind ja keine Hallenspieler. Und ist natürlich blöd, wenn die Kugeln dann verschmutzt werden. Deswegen, also wie gesagt, auch mein Tipp, wenn ihr die Paint benutzt, allgemein, versucht die immer möglichst halt die kleinen aufzuschneiden hier oben. Euch dann die Paint halt, die ihr braucht, nur unmittelbar vor dem Game in die Magazine zu laden. Im Winter, wenn es kälter ist, lagert die Paint im Auto
Und im Sommer lagert sie auch im Auto, wenn die Klimaanlage an ist. Aber denkt dran, immer zumachen, weil die Klimaanlage produziert auch jede Menge Luftfeuchtigkeit. Entzieht Luftfeuchtigkeit, meine ich. Und das ist halt nicht gut für die Mischung. Das heißt, wenn ihr könnt, besorgt euch am besten aus dem Supermarkt. Da gibt es so Klammern, ich habe jetzt leider keine hier, wo man das halt so zuknipsen kann immer wieder. Oder ein Gummiband oder ein Kabelbinder oder irgendwas. Und versucht halt die Beutel, nachdem ihr sie geöffnet habt, sofort wieder zu verschließen. Und lasst sie möglichst in dem Karton. Ja, und dann, wie gesagt, dann hält sie wirklich lange. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, abgepackt ist so wie bei allen Paintball-Herstellern, sind das immer 500er Beutel, sind 4 Stück. Ja, ich nehme das Ganze jetzt mal hier ein Stück zur Seite und stelle das mal ein Stück weg. Ich nehme mal einen Beutel und zeige die euch mal. Also wie gesagt, das sind hier ganz normal diese 500er Beutel, wie man es kennt. Die Dinger sind also sehr, sehr hochfest. Also man sieht das, also die Beutel sind wirklich heftig. Ja, haben auch hier nochmal so eine Doppelnaht, die hier ausgebracht ist, damit das richtig tight sitzt, das Ganze, damit ihr da keine Probleme bekommt. So, und jetzt zur eigentlichen Paint. Ich nehme mir einfach mal hier so eine Handvoll raus. Ist alles ziemlich spontan hier, was ich gerade mache. Also ich habe das nicht wirklich gut vorbereitet, aber wir haben die gerade frisch reinbekommen und ich wollte euch das unbedingt mal zeigen, damit ihr die mal seht. So, jetzt muss ich hier mal ein bisschen näher ran gucken und ein bisschen besseres Licht. So, also. Und zwar, hier ist halt die Paint. Ich zeige euch die auch nochmal in etwas größerer Aufnahme, dann sieht man das besser. Wie gesagt, man muss die Paint wirklich in der Hand halten. Man kann das so sich überhaupt nicht vorstellen, wie abgefahren die ist. Ja? Also das muss man gesehen haben. Die sind halt wirklich extrem fest. Ja? Also die Außenhülle ist abartig hart, aber trotz allem verformt die sich immer wieder zurück. Also sie ist sehr so dauerelastisch und ist halt extra dafür gedacht, damit man sie halt gut in die Magazine laden kann. Ja? Also ihr könnt die, egal was ihr verwendet, das ist jetzt hier ein Kamatec-Magazin, ja? Ihr könnt die wirklich also richtig reinpressen, die Dinger. Ich habe die schon mal vorgeladen. Ja, also wir haben sie, wie gesagt, mit, egal ob jetzt Kamatec oder Honorcore Magazine oder was weiß ich, SMG, Milsig-Kram, Tippex-Pistolen, Milsig M17 und Co. Ja, ihr kennt ja, wie gesagt, die Problematik halt beim Vorspannen, dass das immer Probleme gibt, weil die Paint halt, wenn sie so lange halt im Magazin halt drin ist, wird sie halt oft von der Feder gestaucht. Und dann habt ihr halt so ovale Eier danach oder die Dinger gehen komplett kaputt, gerade im Sommer, wenn es ein bisschen heißer ist. Und das funktioniert bei den Dingern echt gut. Also ihr könnt die problemlos hier wirklich mit Gewalt, also ich kann es jetzt gar nicht nachstellen, ja. Ihr könnt die richtig mit Gewalt da reinpressen, da passiert gar nichts. Ja. Und die werden halt, wie gesagt, problemlos, anstandlos gehalten. Und auch über längere Dauer. Also das haben wir wirklich ausgetestet, ausgiebig und wir haben bisher also wirklich keine Probleme gehabt. Die Paint ist wirklich was Besonderes. Ja, also ich kann sie wirklich jedem empfehlen, wenigstens sich mal eine Kiste zu kaufen, sich mal ein eigenes Bild zu machen davon. Wichtig noch zu sagen, was eigentlich das Allerwichtigste an der ganzen Geschichte ist, die Paint ist von außen schwarz-metallic, also wirklich so ein Deep Purple Metallic. Das ist eine ganz, ganz besondere Paint-Mischung. Ja, ich kann das also gar nicht so wiedergeben hier. Und zwar, die Dinger sind von außen schwarz und innen drin sind die klar. Also da ist keine Farbe in dem Sinne drin, kein Farbstoff. Das ist wirklich kristallklares Wasser, so gesehen, also wie Wasser. Es ist auch eine ganz, ganz dünne Mischung. Also hier wurde wirklich effektiv die Hülle so dick wie möglich gemacht, ja, damit halt möglichst halt viel Gelatin-Glycerin-Mischung außen sitzt. Und dabei wurde halt auch Wert gelegt, dass die Dinger halt auch wirklich extrem stabil sind. Die sind sehr schwer. Also die sind wirklich schön schwer. Die halten also auch, wir haben es im Ausland getestet, höhere FPS-Zahlen ohne Probleme aus. Sind sehr, sehr eng von der Passung. Also wir haben eher einen größeren Durchmesser gewählt als zu klein, weil die meisten MagFett-Läufe einfach halt von den Passungen, sagen wir mal, ein bisschen Toleranzen haben. Also ihr könnt auch aus ganz konventionellen Standardläufen, wie bei der Milsig M17 oder so, kriegt ihr halt einen riesen Effekt raus. Die Dinger sind wirklich super, super rund, sind total gleichbleibend vom Gewicht, von der Verarbeitung ist es wirklich ein Traum. Wir haben jetzt, wie gesagt, verschiedene Chargen, stichprobenartige Dinge rausgenommen, haben mit der Schieblehre vermessen, mit der Waage gewogen, mit der Feinwaage. Also es ist wirklich super. Ja. Ich bin begeistert. Also für die Möglichkeiten, die wir haben, ich meine, wir sind so eine kleine Gruppe von Menschen, das ist wirklich mit sehr viel Liebe und Aufwand gemacht worden. Ich gebe euch mein Wort, ich verdiene nicht viel an der Paint. Das ist wirklich einfach mal, um das voranzutreiben. Ihr wisst, dass wir uns Mühe geben und immer versuchen, irgendwie so coole Gimmicks und Neuigkeiten auf den Markt zu bringen, damit das Spiel irgendwie vorangetrieben wird.
Und die Dinger sind wirklich echt cool und sind, wie gesagt, klar. Das hat den Vorteil, wie gesagt, wir hatten halt das gerade mit dem Militär besprochen gehabt. Und allgemein kennt es ja jeder vom Spiel. Wenn ihr jetzt, sagen wir mal, klassische Paint verwendet, habt ihr das Problem, erstens mal, man sieht die Kugeln fliegen. Das ist ein Riesennachteil. Die Dinger seht ihr nicht. Durch diese schwarze Spezialhülle, die die haben, sind die wirklich unsichtbar. Also man sieht, wie das Licht sich jetzt hier schon in den Dingern bricht. Also echt kein Witz, das ist ein total komisches Gefühl. Deswegen heißen die auch Ghost, weil ihr merkt nicht, von wo die kommen. Also du stehst irgendwo auf dem Spielfeld, kriegst vier, fünf Eier ab und man weiß überhaupt nicht, von wo die kamen. Also das ist ein seltsames Gefühl, aber es ist ja sehr realistisch. Ich meine, die echten Geschosse sieht man auch nicht kommen und wenn die irgendwo einschlagen, ist dasselbe. Man hört einen Einschlag, man sieht irgendwie ein bisschen was fliegen, aber man sieht nicht wirklich, wo die Dinger eingeschlagen sind. Und die Schalen sind auch unauffällig, das heißt, wenn die platzen, es gibt keinen großen Schmutz. Die Dinger sind voll biologisch abbaubar. Die Farbe, die Fill innen drin, ist super leicht auszuwaschen. Das geht also wirklich mit ein bisschen Wasser, ist das raus. Und das Wichtigste, wenn ihr natürlich jetzt getroffen werdet, seid ihr nicht bunt wie ein Weihnachtsbaum, wenn ihr irgendwo wieder ins Gelände geht, sondern ihr seid getroffen. Man sieht, dass ihr getroffen wurdet. Es ist jetzt nicht, keine Ahnung, in Anführungsstrichen 1000 Liter Paint da drin, sondern wirklich nur so viel, wie man braucht, um wirklich markiert zu werden. Und wenn ihr dann wieder in den Bestand reingeht, also nicht in den Wald oder in die Gebäude oder irgendwo, seid ihr halt gleich wieder getarnt. Ich meine, was bringt euch das, wenn ihr Tarnkleidung tragt, werdet dann getroffen, sei es mit Powder oder mit Paint und seid dann am Ende rot oder weiß oder irgendwas, dann sieht man euch ja. Ja. Und so ist das halt wirklich cool. Das heißt, ein Treffer ist danach nicht mehr so sichtbar. Also eine super Sache. Und das nächste, was ganz wichtig war, wir haben halt von vielen verschiedenen Seiten her, gerade von den MagFat und Milsim-Spielern halt gehört, dass wenn man irgendwo trainieren möchte, sagen wir in irgendeiner Lagerhalle oder in einer Fabrikhalle, irgend sowas in der Art, oder auch irgendwo außen, kriegt man immer wieder Ärger von den Eigentümern, die sagen, nee, wir haben da keine Lust drauf, wir wollen die Leute da nicht haben, eigentlich würden wir es erlauben, aber dann ist alles bunt. Dann haben wir überall den Kram da rumfliegen und den Dreck, ja, und auch bei den Powder war es so, dass diese Wachshüllen von den Powders halt nicht verrotten, ja, die sind halt einfach wasserfest, die Dinger, und die liegen halt noch ewig da. Und da habe ich halt von vielen Seiten gehört, dass die halt was haben wollen, wenn wir danach gezockt haben, dass man halt nicht mehr sieht, dass da jemand gezockt hat. Und das ist definitiv so bei den Dingern. Also ihr schießt, egal wo die aufplatzen, liegen da ein paar, bisschen was von der Hülle. Und die Paint, die zieht sofort ein, die taucht ab und dann war es das. Ja, das ist wirklich eine sehr, 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 sehr coole Sache. Und des Weiteren, die Dinger sind halt auch, wenn ihr jetzt irgendwo im Naturschutzgebiet oder sagen wir, da darf man ja eh nicht spielen, aber in irgendeinem Gebiet, wo man sagen wir die Bodenwerte beachten muss und so weiter, sind biologisch abbaubar, ist ganz normale Gelatine und Lebensmittelfarbe, also keinerlei Schadstoffe oder irgendwas drin. Und das war natürlich auch super wichtig, weil die Leute natürlich da auch Wert drauf legen. Also ihr könnt damit echt gut ankommen. Und das nächste ist natürlich der Preis. Ja, also wir haben da wirklich Kleinstmargen angesetzt. Problem ist, die Paint ist natürlich immer vom Transportgewicht immer sehr, sehr teuer. Also wir haben da ein kleines Backup eingebaut für die Versandkosten. Ja, weil einfach, wenn einer mir jetzt 10 Kisten Paint bestellt oder 5 Kisten Paint, da haben wir ganz schnell richtig Gewicht zusammen, weil die Dinger wiegen, glaube ich, eine Kiste wiegt, glaube ich, um die 6,5 oder 7 Kilo. Und deswegen, wie gesagt, aber der Preis ist wirklich bezahlbar. Also das ist, wir haben wirklich versucht, da maximalen Wert auf alle Wünsche der Spieler und der Betreiber und was auch immer aufzupassen, dass es das alles passt. Und ich denke mal, es ist uns ganz gut gelungen. Jetzt ist natürlich nur wichtig, dass diese Dinger erstmal in Umlauf kommen und dass sie sich in der Szene ein bisschen verbreiten. Und bitte, bitte gebt mir Feedback. Ich bin da ganz heiß drauf. Sagt mir, was ihr von der Paint haltet. Verbesserungsvorschläge, die wir bei der nächsten Charge einbringen können. Ganz wichtig noch, ihr könnt die wirklich das ganze Jahr verwenden. Also die geht im Winter und im Sommer. Die hält ganz schön was aus. Das ist ein sogenannter erweiterter Temperaturbereich. Also so gesehen eine Industrial Version, ja, von den Dingern. Also die sind wirklich richtig cool. Und selbst wenn es mal heißer ist oder kälter, das tut da überhaupt keinen Abbruch. Und wie gesagt, ich werde gleich nochmal einen Schusstest machen, den ich filme, damit ihr mal seht, wie das aussieht, wenn die platzen. Und obwohl ich hier nur begrenzte Möglichkeiten habe, aber habe jetzt mehreren Reviews jetzt schon Ärger bekommen von den Usern, dass wir nie das Zeug wirklich vorführen. Das liegt aber einfach in unseren begrenzten Möglichkeiten hier. Und wie gesagt, sicherlich, wenn das irgendwie besser läuft, noch in den nächsten Jahren, werden wir mal eine größere Location umziehen, wo wir auch einen richtigen Platz haben, wo man die Sachen mal ausprobieren kann. Aber hier im Herzen vom Rhein-Main-Gebiet bei horrenden Mietpreisen haben wir einfach nicht die Kohle, um jetzt hier irgendwie eine Riesenhalle anzumieten. Ja, das ist leider das Problem. Ich würde gern alles vorführen und alles machen.
Deswegen, bitte, unterstützt uns, unterstützt die Sache, kauft die Pain, probiert sie aus. Bitte, bitte gebt uns Feedback dazu, ob ihr das cool findet und was ihr anders haben wollt. Ja, wir sind ja wirklich hier eine kleine Gruppe von Menschen, ja, und wir frönen unserem Hobby und wir sollten wirklich zusammenhalten. Tut mir den Gefallen, bitte. Ich will ja nicht auf Krampf reich werden. Das wissen die Leute, die mich kennen, die wissen, wie der Ramshop entstanden ist und was hier läuft. Also hier ist wirklich Wert drauf gelegt, ein extrem cooles Produkt zu bringen, was auch wirklich mal gezielt für uns entwickelt wurde und nicht irgendwie was adaptiert wurde. Ja, das war jetzt hier, wie gesagt, unsere MacFat Deluxe Paint Ghost und gebt uns dazu, wie gesagt, eure Meinung. Wir freuen uns. Gleich gibt es nochmal einen kurzen Schusstest dazu. So, und hier sieht man, wie die Paint aussieht, wenn sie offen ist. Das habe ich einfach mal aufgeschnitten, um euch mal zu zeigen. Hier seht ihr so ein bisschen die Konsistenz. Ja. Und hier ist diese Hülle. Also man sieht, wie dick die ist. Das ist also der helle Wahnsinn. Hört ihr das? Aber das ist schon echt krasses Zeug. Wie gesagt, und die Füllung ist halt kristallklar. Also es ist wirklich wie Wasser. Sieht man hier. Also, und es ist halt nicht so schmierig, also nicht so extrem schmierig wie normale Paint, sondern, und es ist auch nicht so viel. Thank you.